Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserer Oldorf. Ich habe hier ein GU-Schloss und zwar ist dieses hier das alte und das neue. Das ist also dieses hier auf der Seite. Das habe ich jetzt mal so angepasst, dass man das auch wieder in eine Tür einbauen kann. Viele sagen immer, das geht nicht. Also hier die Falle, das ist ungefähr eine Höhe. Das Mittelmaß habe ich genommen, eben halt hier den Strich, der da ist. Von dem aus habe ich alles gebaut. Und was jetzt nur anders ist, ist eben halt hier der Riegel. Das ist auf einer anderen Position. Das heißt also, er müsste hier ein bisschen ausgespart werden. Das müsste man ein bisschen aufmachen. Dann kann man da wieder schließen. Aber jetzt kommt es, alle Rollen hier habe ich so gebaut jetzt, dass das alles übereinstimmt. Einschließlich die Rolle hier unten. Ja, stimmt also mit der überein. Das heißt, man kann das alles so einbauen. Selbst das Befestigungsloch, das ist das alte hier gewesen, hier ist das neue, aber das funktioniert noch. Das habe ich jetzt also so verändert, dass man eben halt das neue GU-Schloss mit den alten Maßen von seiner Tür einbauen kann. Ja, also hier sieht man auch alles übereinander und jetzt erstmal nur rüberziehen. Das ist also bei dem auch alles gleich und wenn man ganz nach oben geht, bei dem auch. Also ich habe das eben halt so gemacht, dass das Schloss jetzt dementsprechend auch funktioniert, weil viele sagen, oh, man muss alles verändern, hin und her und so. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und das so verändert das Schloss, dass es funktioniert. Das heißt also, das alte Schloss, das alte GU-Schloss, was also hier nicht geschraubt ist, ja, dieses neue ist da ja geschraubt, hier ist das nicht geschraubt, das ist also angeschweißt, das baue ich so um das neue, dass man eben halt das so in seiner Tür wieder reinsetzen kann, ohne dass irgendwas verändert werden muss. Okay, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.